Ja, herzlichen Dank, Norbert, und auch herzlichen Dank dafür, dass wir heute die Bühne haben, hier über unsere Expertengruppe zu sprechen. Norbert hat es schon angemerkt. Wir haben vor ungefähr 3 Jahren begonnen, uns Gedanken zu machen über die Formen der Arbeitnehmermitbestimmung auf europäischer Ebene, und zwar in transnationalen Unternehmen. Und damals, als wir damit begonnen hatten, hatten wir sozusagen einen zweifachen Auftrag. Der eine Auftrag war zu sagen, wenn wir heute in einer Welt leben, die doch sehr stark durch Globalisierung, durch Wirtschaftsintegration und durch eine sehr starke Stellung von Unternehmen geprägt ist, wenn wir in dieser Welt leben, dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie Arbeitnehmer eigentlich Einfluss nehmen können auf Unternehmensentscheidungen. Und zwar nicht Unternehmensentscheidungen im sozialen Bereich, dort auch, aber auch Unternehmensentscheidungen an der Spitze im strategischen Bereich. Das war der eine Auftrag, einfach konzeptionell darüber nachzudenken, was kann man eigentlich dort tun. Und der zweite Auftrag war zu sagen, wir leben in einer Europäischen Union, die durch sehr starke Heterogenität gekennzeichnet ist. Und Heterogenität nicht nur im Hinblick auf soziale Indikatoren, wirtschaftliche Indikatoren, auch in einem großen Wohlstandsgefälle, sondern auch Heterogenität, wenn wir uns die Institutionen anschauen. Und insbesondere im Bereich von Arbeitsrecht, Sozialrecht und dann aber auch im Bereich von Mitbestimmung, dann stellen wir fest, dass wir sehr unterschiedliche Traditionen haben. Und die Traditionen reichen natürlich vom deutschen Modell, das sehr starke Institutionen der Arbeitnehmermitbestimmung hat, also von Betriebsräten, aber auch Mitbestimmung im Aufsichtsrat, zu anderen Ländern, wo es zwar einen Einfluss der Gewerkschaften gibt und wo es auch sehr starke Formen der Arbeitnehmervertretung durch Gewerkschaften gibt, durch Tarifverträge gibt, aber auch bis hin dazu zu Ländern, wo es sehr wenig gibt, also wo wir eine sehr schlechte institutionelle Ausstattung haben für das, was Arbeitnehmer in Unternehmen eigentlich erreichen können. Und in dieser Gemengelage, also zum einen werden Unternehmen immer wichtiger, sie werden immer bedeutsamer, stärker. Auf der anderen Seite haben wir eine Situation, die durch Heterogenität geprägt ist. Sind wir dann auf der europäischen Ebene in einer Zwickmühle, dass wir nicht wissen, wie wir denn uns institutionell weiterentwickeln wollen? Wollen wir denn eigentlich ein gemeinsames Modell der Mitbestimmung für alle? Oder wollen wir unterschiedliche Traditionen weiterentwickeln? Und wenn wir sie weiterentwickeln wollen, sollen sie ähnlich aussehen oder sollen sie vielleicht dann doch sehr unterschiedlich bleiben? Also, dass jeder seine eigenen Stärken weiterverfolgt. Wir haben dann in der Tat länger über dieses Instrument der funktionalen Äquivalente nachgedacht. Und das war ein ganz wichtiges Konzept. Und weil es impliziert, wie Norbert auch eben schon sagte, es gibt durchaus unterschiedliche Institutionen, die aber dann doch ähnliche Resultate im Prinzip erreichen können. Und man muss diese Unterschiede ernst nehmen und auch wirklich sagen, ja, was in einem Land über Tarifverträge erfolgt, erfolgt in dem anderen Land durch Institutionen der Mitbestimmung. Und beides kann durchaus die gleiche Wirkung erzielen. Und wenn man beides miteinander kombinieren kann, auf gute Art und Weise, dann können wir vielleicht noch eine bessere Wirkung erzielen. Also in der Tat, institutionell Äquivalente sind sehr wichtig für uns. Und was ich jetzt in den nächsten 10 Minuten oder so hier euch vorstellen möchte, sind nur einige Formen, wie man dieses Problem eigentlich diskutieren kann. Wir schreiben im Moment noch an dem Abschlussbericht, also ich werde hier noch keine ganz konkreten Schlussfolgerungen oder Empfehlungen vorlegen, sondern eigentlich noch mal das Problem aufreißen und sagen, wie sollte man eigentlich mit diesem Problem umgehen. Hier auf dem Bild nochmal ganz kurz unsere Expertengruppe. Wie gesagt, wir haben 2015 damit angefangen. Wir hatten Experten aus 10 unterschiedlichen Ländern. Es waren Gewerkschaftsvertreter dabei, aber auch unterschiedliche Vertreter aus europäischen Betriebsräten, aber auch aus der Wissenschaft. Wir haben uns insgesamt 6-mal getroffen und wir haben da verschiedene Themen besprochen, auf die ich gleich nochmal eingehen werde. Wenn wir diese Geschichte erzählen, warum das eigentlich wichtig ist, dann würde ich vorschlagen, dass wir noch mal über Globalisierung sprechen wollen. Und wir müssen uns vergegenwärtigen, dass sich die Rolle der Globalisierung in den letzten 20 Jahren noch mal verschärft hat und dass wir in eine neue Phase der Globalisierung eingetreten sind. Und diese neue Phase der Globalisierung hat was mit der Rolle von China zu tun, von Indien zu tun, aber auch den BRIC-Ländern, die heute viel stärker in das globale Handelssystem integriert waren, als sie es noch vor 20, 30 Jahren waren. Wir haben es auch mit einer sehr starken Vertiefung
der Internationalisierung von Kapitalflüssen zu tun innerhalb der letzten 3 Jahrzehnte. Wenn man sich die globalen Kapitalflüsse anschaut, dann sehen wir, dass sie sich um ein 25-faches erhöht haben, allein in der Phase zwischen 1980 und 2007. Und in dieser vertieften Phase der Globalisierung haben wir eine Rolle von transnationalen Unternehmen, die heute weit das übertrifft, was in der Vergangenheit der Fall war. Wenn wir uns die Rolle und auch die wirtschaftliche Macht von Unternehmen anschauen, dann kann man das tun, wie hier in der Übersicht von Global Justice Now. Global Justice Now hat verglichen einmal die Umsätze der größten Unternehmen weltweit mit dem Fiskaleinkommen von Staaten. Und da stellt man fest, wenn man sich dann die 100 größten ökonomischen Einheiten anschaut, dass von diesen 100 größten mittlerweile 69 Unternehmen sind. Und man kann feststellen, dass Walmart mittlerweile ein größeres Umsatz hat als das Bruttosozialprodukt von Spanien. Apple hat größere Einnahmen als die Regierung von Belgien und Daimler als die Regierung von Dänemark. Also, und ich sage das nur, um uns bewusst zu machen, wie bedeutsam transnationale Unternehmen mittlerweile geworden sind. Wir können das dann noch mal weiter unterstreichen, wenn wir uns zum Beispiel Merger and Acquisitions anschauen. Auch dort hat sich zwischen 1990 und 2060 der Umfang von Merger and Acquisitions fast verzehnfacht. Wenn man sich anschaut, zum Beispiel die Beschäftigung in transnationalen Unternehmen, in Auslandsstandorten, dort hat sich im gleichen Zeitraum die Beschäftigung fast vervierfacht von 21 Millionen auf 82 Millionen. Das ist jetzt weltweit. Und ich sage das nur, weil wir uns wirklich bewusst machen müssen, wenn wir wirtschaftlichen Einfluss ausüben wollen als Arbeitnehmerinnenvertreter, dann müssen wir uns auch anschauen, wo eigentlich die wirtschaftliche Macht sitzt. Transnationale Unternehmen haben deshalb sind zu einer großen politischen und aber auch wirtschaftlichen Machtfaktor geworden, und zwar nicht nur in Europa, sondern global. Und die Entscheidungen der Top-Manager in diesen Unternehmen beeinflussen vieles, was auf regionaler, auf lokaler Ebene stattfindet, aber sie beeinflussen natürlich auch die Lebensstandards und Lebensbedingungen von vielen Arbeitnehmern. Und sie gestalten die Globalisierung, weil transnationale Unternehmen mittlerweile politisch unterwegs sind. Und wenn wir wollen, dass Globalisierung fairer wird, sozialer gerechter wird, dann müssen wir dafür sorgen, dass transnationale Unternehmen besser reguliert werden, ganz in dem Sinne, was Evelyn Regner heute Morgen schon gesagt hat. So, welche Rolle spielt Workers' Voice? Und hier kommt dann unsere Überlegung ins Spiel, dass wir sagen, Workers' Voice ist eigentlich die Kapazität und das Potenzial von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihrer Vertreter, strategische Entscheidungen in Unternehmen zu beeinflussen, und zwar im Hinblick auf Investitionen, im Hinblick auf Restrukturierung und im Hinblick auf Unternehmensverlagerung. Und wir haben uns überlegt, was sind denn eigentlich die funktionalen Möglichkeiten, wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Vertreter auf diese Prozesse Einfluss nehmen können. Und was wir feststellen, oder die zwei wichtigsten Formen der Einflussnahme, sind natürlich auf der einen Seite Tarifverhandlungen, weil über Tarifverhandlungen natürlich Unternehmensentscheidungen beeinflusst werden, aber auf der anderen Seite auch alle Formen von Information, Konsultation, Partizipation auf europäischer Ebene oder auf nationaler Ebene. Und da stellen wir wieder fest, große Variationen zwischen Mitgliedstaaten. Wir haben uns dann mal angeschaut für große Unternehmen, die in Europa tätig sind, welche Formen es gibt und wie diese Unternehmen eigentlich ausgestaltet sind. Und das hier, diese Grafik, die ihr dort seht, die basiert auf einem Datensatz, den wir zusammengestellt haben. Das sind die 100 größten Unternehmen aus einem sehr spezifischen Datensatz. Wir haben uns dort angeschaut, von diesen 100 Unternehmen, wie viele Unternehmen sind denn eigentlich tarifgebunden, wie viele haben davon einen europäischen Betriebsrat, wie viele haben Formen der Unternehmensmitbestimmung, also das ist das, was mit Blur dort steht, Board Level Employee Representation, wie viele haben europäische Tarifverträge oder internationale Rahmenverträge. Und dort können wir natürlich sehen, dass im Bereich der Tarifbindung stehen wir eigentlich noch ganz gut da. Also von den 100 größten Unternehmen haben 90 eine Tarifbindung, 73 haben einen europäischen Betriebsrat.
In 44 Unternehmen finden wir Unternehmensmitbestimmung und 27 beziehungsweise 23% haben irgendeine Form von Vereinbarungen oder Tarifverträgen, die auf europäischer oder internationaler Ebene abgeschlossen wurden. Wenn wir dann anschauen, wie diese Formen miteinander zusammenhängen, dann können wir uns noch mal anschauen, wie verhält es sich bei den Unternehmen, wo es eine Form der Unternehmensmitbestimmung gibt, im Vergleich zu solchen Unternehmen, wo es keine Unternehmensmitbestimmung gibt. Und dann stellen wir fest, dort, wo es eine starke oder wo es überhaupt eine Form der Unternehmensmitbestimmung gibt, dort haben wir eine höhere Tarifbindung, dort haben wir auch mehr europäische Betriebsräte, dort haben wir auch mehr internationale Rahmenabkommen. Und der Sinn von dieser Darstellung ist eigentlich zu verstehen, dass viele Formen, unterschiedliche Formen von Einflussmöglichkeiten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern miteinander komplementär sind. Also wenn wir die eine Form haben, findet die andere häufiger statt. Und insbesondere, wenn es Formen der Unternehmensmitbestimmung gibt, finden wir auch andere Formen von Einflusskanälen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. So viel von zu der institutionellen Variante, Ausgestattung. Wenn wir uns dann anschauen, wie wirken denn unterschiedliche Formen von Workers' Voice, dann können wir uns Länder miteinander vergleichen. Also eben die Darstellung war auf der Unternehmensebene, wir können das aber auf der Länderebene auch machen. Wir wissen, dass bestimmte Länder sehr viele Formen, sehr starke Formen haben von Mitbestimmung, aber auch von Tarifbindung. Und dann können wir uns anschauen, zum Beispiel hier eine Übersicht, die wird erstellt vom World Economic Forum. Das World Economic Forum schaut sich immer die Wettbewerbsfähigkeit von Ländern an und macht dann immer Ranglisten. Dann kann man sich die Top 10 in der Welt anschauen. Man kann sich aber auch die Top 10 in Europa anschauen. Und dann stellt man fest, wenn man sich sowohl in der internationalen Betrachtung als auch in der europäischen Betrachtung das anschaut, dann stellt man fest, dass solche Länder, in denen es starke Arbeitnehmervertretungen gibt, und zwar sowohl im Hinblick auf Mitbestimmung als auch im Hinblick auf Tarifbindung, dass das die Länder sind, die besonders wettbewerbsstark sind, die natürlich, man könnte jetzt auch, wenn man andere Kriterien zugrunde legen würde, zum Beispiel wie Wohlstandsgefälle, dann stellt man fest, es sind die wohlhabenden Länder in Europa, die sehr starke Formen von Arbeitnehmerbeteiligung haben. Es sind die hochproduktiven Länder, es sind auch die hochleistungsfähigen Länder, in denen wir diese Ausprägungen haben. Also es gibt keinen Gegensatz zwischen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und Arbeitnehmerbeteiligung, sondern im Gegenteil, wir finden einen positiven Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und Arbeitnehmerbeteiligung. Das von dem Framing her, wir haben dann uns drei Bereiche ganz besonders angeschaut und zwei von diesen Bereichen werden wir jetzt gleich in den Panels auch noch mal intensiver diskutieren. Wir haben uns die Frage gestellt, wie müsste eigentlich Corporate Governance aussehen, wenn wir wollen, dass Arbeitnehmerbeteiligung systematisch und strategisch integriert wird und gestärkt wird. Wir haben das Gleiche gemacht zur Frage der Nachhaltigkeit, zur Frage des nachhaltigen Unternehmens. Und wir haben das dann nochmal gemacht zur Frage von Standortverlagerung beziehungsweise Verlagerungsprozesse und die Einfluss von Arbeitnehmerbeteiligung. Ich werde diese drei Bereiche nicht mehr explizit ausführen, weil mir hier dafür der Platz fehlt und weil wir auch gleich noch mal ein Panel dazu haben. Ich möchte nur dazu sagen, wenn wir uns die Corporate Governance-Diskussion zum Beispiel in Europa, aber auch im nationalen Rahmen anschauen, dann wird Corporate Governance ganz stark dominiert von Perspektiven von Wirtschaftsjuristen, aber auch von Finanzökonomen, die sich ständig damit beschäftigen, wie eigentlich die Anteilseigner bzw. Eigentümer von Unternehmen sicherstellen können, dass sie das Unternehmen, das Management des Unternehmens besonders gut kontrollieren können und welche Formen zum Beispiel von Shareholder Rights sie dafür brauchen, um als Shareholders die Eigentümer, die Manager kontrollieren zu können. Es gibt aber noch eine ganze Reihe weiterer Fragen von Transparenz, Informationsbeschaffung, von Möglichkeiten zur Korruption, aber auch Möglichkeiten für fehlerhaftes unternehmerische Entscheidungen, wo die Vertretung von Arbeitnehmern in den Boards dieser Unternehmen eine positive Funktion zu haben könnten, weil sie natürlich gemeinsam mit den Eigentümern es herstellen können, dass der Kommunikationsfluss und auch die Einhaltung von Standards guter Unternehmensführung viel besser funktioniert, als wenn Arbeitnehmer an dieser Stelle nicht beteiligt würden, weil Arbeitnehmer wissen, was im Unternehmen passiert. Sie wissen, an welcher Stelle Unternehmen Standards nicht einhalten. Sie wissen, an welcher Stelle Compliance nicht funktioniert. Und dort müsste man ansetzen, um dann zu sagen, hier sind bestimmte Funktionen, die besonders gut von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in den
den Unternehmen übernommen werden könnten, und zwar an der Ebene der Unternehmensspitze. Wir haben das dann durchdekliniert für die Frage der Corporate Governance. Wir haben uns dann auch überlegt, welche Formen von Informationsrechten, von Partizipationsrechten müssten denn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, und zwar unabhängig von der Form. Unabhängig davon, ob es jetzt über Tarifverträge passiert, ob es über Formen der Unternehmensmitbestimmung oder über europäische Betriebsräte passiert. Wir haben das Gleiche gemacht mit Fragen der Nachhaltigkeit. Der ganze Nachhaltigkeitsdiskurs ist in Unternehmen ein sehr starker Diskurs, der sich auch wegbewegt hat von Fragen von Corporate Social Responsibility, stärker zu Fragen zu Responsible Business Conduct, also was viel stärker noch an Regulierung ansetzt, wo man sich Fragen stellt, nicht nur über ökologische Nachhaltigkeit, aber auch soziale Nachhaltigkeit, aber auch zu Fragen von Antikorruption. Und auch dort haben wir gefragt, welche Rolle können Arbeitnehmerinnen spielen, welche Form muss das nehmen, welche Rechte müssten sie haben und welche Einflussmechanismen müssten wir gestalten, damit sie an dieser Stelle ihre Funktion auch auswerten können. Weil auch dort ist es so, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben einen Überblick über das, was im Unternehmen passiert. Sie kennen die Abläufe sehr genau. Sie wissen, wo ihr Unternehmen nicht ökologisch handelt. Sie wissen auch am ehesten noch, wo Formen von Korruption stattfinden, und sie wären ein guter Mechanismus, um insgesamt die Unternehmensführung zu stärken und Kontrollmechanismen aufzubauen. Auch in diesem Bereich haben wir einen ganzen Satz von Empfehlungen formuliert, den ich jetzt auch nicht hier vorstellen werde, aber wo wir uns überlegen, was kann die Rolle von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein, um dort diese Funktion wirklich auszufüllen. Zum Schluss, wenn man auf die europäische Ebene geht, dann würde ich als Plädoyer sagen, was kommt aus dieser Übung raus, also aus der Expertengruppe und auch aus unserem Bericht, den wir dann vorstellen wollen, ist wirklich zu sagen, wir müssen systematisch darüber nachdenken, wie wir Unternehmensführung verbessern können, wie wir Corporate Governance verbessern können, welche Rolle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Vertreter in Corporate Governance spielen können. Wir müssen auch systematisch und offensiv den Dialog und die Auseinandersetzung führen mit solchen Unternehmensjuristen, Fachjuristen, aber auch Ökonomen, die die Corporate Governance-Diskussion im Moment bestimmen und sagen, ja, Corporate Governance gehört auf die Agenda. Wir müssen Unternehmen besser einbinden, um eine faire Globalisierung zu erreichen. Und die Rolle von Arbeitnehmervertretern ist dort ganz zentral. Und dann letztlich auf der europäischen Ebene, auch da müssen wir uns das europäische Regelwerk anschauen. Wir müssen uns Verträge anschauen, aber auch die Formen, die wir ja schon haben als Form der europäischen Arbeitnehmermitbestimmung, und sagen, wie können wir sie ausbauen, wie können wir sie besser verankern und wie können wir jetzt auch nach dem neuesten Vorschlag des Company Mobility Package sagen, wo können wir Arbeitnehmerrechte noch weiter stärken. Herzlichen Dank. So, danke schön, Anke, für diesen Ritt. Da steckt noch richtig Musik drin. Deswegen können wir euch eigentlich momentan noch ein bisschen vertrösten. Wichtig war der letzte Punkt. Was sollte diese Übung eigentlich? Es geht, ich will es negativ abgrenzen, nicht darum, dass die, wie wahrscheinlich die meisten hier im Saal, die an Workers' Voice glauben, noch überzeugter werden, sondern es geht darum, dass wir als gemeinsame Übung, als europäische Übung rauskommen aus den nationalen Perspektiven und sagen, Workers' Voice ist ein Thema für die anderen. Das gehört in deren Spielfeld. Deswegen müssen wir natürlich dann auch mit eurer Hilfe, mit unserer Hilfe, solche Bühnen organisieren in Zukunft, wo wir die treffen, die normalerweise hier gar nicht hinkommen. Das ist die Übung, oder? Naja, die Übung ist insgesamt zu sagen, wir haben Probleme mit der Globalisierung, wir haben Probleme mit der Macht von transnationalen Unternehmen, wir haben Auswüchse in manchen Bereichen, wir haben Bereiche von Steuervermeidung, aber wir haben auch Unternehmensskandale. Also es gibt ja wir haben eine europäische
Union, die von ihrer Konstruktion der Binnenmarktfreiheiten so angelegt ist, dass es viele Möglichkeiten gibt, Regulierung zu umgehen. Ich glaube, das ist die Ausgangslage. Und was wir natürlich wollen, ist, dass wir transnationale Unternehmen einfangen. Wir wollen sie regulieren, wir wollen die Regulierung verbessern und wir wollen sie dazu bringen, dass die Mehrwerte, die sie schaffen, dass sie die auch fairer mit ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern teilen und dass sie natürlich auch eine positivere Rolle in den Regionen spielen, in denen sie angesiedelt sind. Also, dass sie nicht von einer Region zur nächsten hoppen, dass sie sich nicht schnell verlagern, dass sie auch nicht einfach Möglichkeiten der Steuervermeidung ausloten und sich dann gezielt irgendwo ansiedeln, um diese Steuervermeidung auch zu realisieren. Das wollen wir ja eigentlich. Und der Mechanismus dafür ist zu sagen, ja, wenn wir es schaffen, eine konstruktive Diskussion dazu zu führen, welche Rolle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Vertreter an der Spitze von Unternehmen spielen können, und zwar in einer systematischen Corporate Governance-Diskussion, dann hätten wir vielleicht die Chance, dass sich jetzt schon langsam fast wieder schließende Gelegenheitsfenster praktisch in der Diskussion über das soziale Europa, zu sagen, es gibt Möglichkeiten, Unternehmen besser zu regulieren und auch diese Regulierung besser umzusetzen. Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können dazu einen Beitrag leisten. Und wenn wir das schaffen, dann schaffen wir auch eine bessere soziale Europäische Union und dann schaffen wir auch eine soziale Globalisierung. Also das ist der Hintergrund dabei. Aber deine Frage war natürlich, mit wem wollen wir darüber sprechen? Nein, wir wollen nicht mit denen sprechen, die sowieso schon davon überzeugt sind. Also wahrscheinlich am wenigsten noch mit dem Publikum hier, das gar nicht daran zweifelt, dass wir eine starke Arbeitnehmerinnenbeteiligung brauchen, sondern wir wollen mit denen darüber sprechen, die selbst merken, dass Unternehmensregulierung, Corporate Governance an vielen Stellen nicht funktional ist und verbessert werden muss. Und wenn wir dort einen Reformdiskurs führen und sagen, wir müssen Corporate Governance, wir müssen die Unternehmenskontrolle verbessern, dass wir dann in dieser Diskussion auch mit dabei sind. Danke nochmal für diese Erläuterung. Ich würde sagen, wir geben jetzt den Stab mal weiter, denn das habe ich ja gesagt, dass wir jetzt sowas hier angedreht haben, ist gut. Aber jetzt haben wir ja unsere Kolleginnen und Kollegen eingeladen, die eben als Expertinnen und Experten dieser Gruppe gearbeitet haben. Also Pierre Habart von TUAC, Außensicht auf diese Dinge. TUAC OECD ist sozusagen nicht Europa. Wichtig, wo ist überhaupt der Anschluss für diese Diskussion? Und auch zwei sozusagen aus der praktischen Sicht, aber ganz unterschiedlichen Unternehmen kommt. Lucia Peveri von UniCredit, italienische mit italienische Gewerkschafterin, mit Erfahrung mit deutschen Eurobetriebsräten, Deutsche Bank, aber auch Albert Kruft, zwar deutscher Betriebsrat, aber in einem belgischen Unternehmen. Also Transnationalität als Ausgangspunkt. Und deswegen, finde ich, geben wir jetzt den Stab mal weiter, weil du bist ja noch da und wirst dich auch einmischen können in die Diskussion, dass wir sozusagen an dieser Stelle jetzt weiter stricken.